Na, jetzt gib mal her da den Wisch, du. Steht denn da? Operation Aurora? Analarktis? Am gefrorenen männlichen Stänkchen? Am Zapfen? Ja, was ist da los? Sag mal, Rudi, was machen die denn hier? Ja, du, guck mal, siehst du das ganze weiße Zeug hier? Ja, was ist das? Ist das Schnee? Nee, das ist kein Schnee, du. Das ist kein Schnee? Das nee. Ist alles hier vom Kreis Industries, das oder? Das ist selbstgeschlotzter Zapfensaft. Ne? Ja, aber was ist denn mit den Bergen da hinten? Doppelt geschlotzt. Ja, da haben die alles voll geschlotzt. Haben alles voll geschlotzt, ne? Aber nur das gute doppelt geschlotze. Ja, und guck mal, hier drüben ist doch Dr. Schlotz. Der wackelt bei mir voll mit dem Kopf. Hallo, ich bin Dr. Schlotz. Hallo, ich bin Dr. Schlotz. Ich hab Schmerzen. Darf ich dir an der Puppe zeigen, wo der mich angefasst hat? Hui. Alter, wo sind wir hier gelandet? Das ist ja furchtbar. Das ist kein Schnee, das ist irgend so eine Schlonzpampe von Kreis Industry. Und ich habe gehört, das musste man in kalten Temperaturen alles machen, weil sonst halt akute Explosionsgefahr herrscht, ne? Darf ich Dr. Popmund hier mitnehmen? Ja, nimm rein. Dr. Popmund. Weiß nicht, ob das klug ist. Warte mal, ich mach lieber mal zu. Mein Name ist Hans Popmund. Hä, wieso machst du zu? Ja, warte mal, ja. Wow, Alter! Ja, jetzt weißt du, warum ich zumache. Okay, die Fässer ist eine andere Hausnummer, hä? Na, Mama, mach die mal noch nicht rein. Wir machen alle Fässer dann auf einen Schlag rein. Weil sonst fliegt ja noch ein bisschen Dr. Popmund durch die Gegend. Dr. Popmund. Alter, was ist mit seinen Füßen? Ist doch Dr. Otzinger? Nee, Dr. Otzinger. Dr. H. Odensack. Da gab's doch auch irgendwie Dr. Dick L. Ong. Die gibt's wirklich, Dr. Dick L. Ong. Gelungen. Alter, was ist denn hier passiert? Der hat keine Haut mehr. Er war ja hier wieder umgeschält, Rudi, ne? Der Naked Man. Schön die Verschalung hier brezelt. Ja klar, da wurde wieder geforscht, ob irgendwie Menschenhaut sich auch als Thermokruste. Schlafanzugforschung. Ja, die Schlafanzug-Thermoforschung. Das ist alles hier Bombenfässer, ne? Also, ich würde die jetzt da nicht reinschieben, sondern ich würde erstmal alle Brocken wegmachen. Ja, aber ich wollte die nur hier hinten aus der Ecke holen, dann ist du schon mal. Weißt du, nicht ja, weil diese. Guck mal hier, was ist denn das? Du, sag mal, was ist denn das hier für ein Ding? Was ist denn? Oh, die. Das hier, was ist das denn hier für einer? Ich sehe nix. Achso, das bei mir glitscht er rum und fliegt durch den Himmel. Der verrückte Kadaver. Ja, da liegt er. Hans und der verrückte Bauch. Hans Bauch. Hans Crazy Bauch. Der hat doch wieder das verrückte Auge. Hey, der hat die verrückte Marke. Stief. Stief. Stief, komm aus dem Wasser. Du, Stief muss aus dem Wasser. Der hat wieder das verrückte Auge. Der verrückte Auge. Ist auch so ein Satz, ne? Stief, du musst aus dem Wasser. Wir glauben, du hast ein verrückte Auge. Hier liegt alles mögliche rum. Irgendwie einzelne Muskelstückchen und Darm. Alarm. Alarm. Alter. Hier ist das Arkloch. Arkloch? In der Analarktis gibt es ein Arkloch? Hier ist das Arkloch in der Arktis hier unten. Ich muss erstmal hier diesen Leichenberg plündern, weil das ist ja immer hier ein guter Job hier. Das ist eine Menge Holz, Junge. Das ist schon einiges. Das muss alles schön rinnen in die Feuerstube. Schön rinnen in den alten Ofen. Jetzt schiebe ich den hinten und vorne rein, sage ich dir. Da kenne ich gar nichts. Projekt Aurora. Guck mal, was ich gefunden habe. Was ist das denn hier, ein Alien-Zipfel? Gilt's? Kille. Ah, weg hier mit diesem komischen Schlongus. Da waren auch irgendwelche Insektenviecher, ne? Die sehen so ein bisschen aus wie die Bugs aus hier Starship Trooper. Ja. Ja, aber unten ist noch den Brain Bug, der. Brain Bug, ja. Neil Patrick Harris gesaugt hat. Neil Patrick, NPH. Ich hab da irgendwie was reingetan, ich weiß nicht, Alter, ob das Harold und Kuma hat er irgendwie die geilste Rolle, finde ich. Ja, das ist ja voll der Psycho. Der ist ja auch so NPH-mäßig. Auch wo er da irgendwie auf den mit den Pilzen dann da und der Polizist eben da, der ist ja auch so geil, dieser Cop, ne? Das ist einfach ja, dieses, wer sind diese Figuren hier? Sehen Sie dieses Kind? Das ist Amerika. Wollen Sie, dass Amerika vergewaltigt wird? Der ist so geil, Alter. Und dann wird ein Flugzeug hier, Highway to the Danger Zone, Alter. Das ist auch ein gutes Lied. Kam letztens im Radio. Ich habe richtig abgefeiert. Ja, ist ein geiler Klassiker. Ey, halt, ne? Die Leute wissen das nicht zu schätzen, ne?
Bei den ganzen komischen, merkwürdigen Rappern und so. Sehen Sie dieses Kind? Sehen Sie dieses Kind? Das ist Amerika. Wollen Sie, dass Amerika vergewaltigt wird? Das ist so gut, Alter, ne? Oder auch mit dem, in diesem Gespräch mit dem Ruhe, Hello Kitty. Was ist so? Wir wohnen seit 10 Jahren in Amerika. Und dann so, was hat er gesagt? Und dann so, der andere Typ hier von Hangover. Hangover, ja. Mit dem dann so. Ed Helms heißt der, glaube ich. Ja, genau. Und dann so, also, ich habe schon echt wirklich viele Dialekte gehört. Aber das da ist völliges Kauderwelsch. So das ist völliges Kauderwelsch. Oh Mann. Und dann irgendwie so, kann mal jemand mit diesem Übersetzer so, verstehen Sie überhaupt, was er sagt? Haben Sie einen Doktor in koreanischer Literatur der Romantik? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich schon. Und ich bin echt enttäuscht. So irgendwie, was ist das? Koreanische Literatur der Romantik. Ja, aber die gibt's wirklich. Die gibt's wirklich. Ich sag mal, gibt's hier gar keine USBs? Auch hier in diesem plumpen Haufen. Ah doch, hier sind welche. Ach, die sind blau. Ah, hier habe ich Wackleberry gefunden. Und dann so, sie berufen sich auf Artikel 5, ja? Und dann so, hey, kannst du mir mal die Bill of Rights bringen? Und dann reißt diese Seite da raus, Artikel 5, ja? Und zieht sich den so durch die Kimme. Und der eine tut schnell, wie er sich die zwei Finger so in die Nase steckt. Und aber dann so, hey, wischen Sie sich... Warum steht die gute alte Blödelkomödie aus? Ich weiß es nicht. Und dann, hey, wischen Sie sich nicht so den Hintern ab? Die letzten, die sowas gemacht haben, sind ja eigentlich so Will Ferrell. Ja. Boah, dann ist auf Netflix gibt's ja auch diesen Sherlock von Will Ferrell. Das ist auch so gut, ey. Am Anfang, er macht seine eigene. Er ist ein Saucier. Hä? Was wollt ihr jetzt? Er macht seine eigene Sahne. Das war der schlechteste Film des Jahres damals gewesen. Ja. Er macht seine eigene Sahne. Weißt du, so, hä? Was denn? Was meint er denn? Die einzigen, die sowas machen, war eigentlich hier der Galifianakis oder wie der heißt. Ja, Galifianakis. Und halt, ja. Will. Ja, aber. Keine Ahnung. Aber die machen auch nichts mehr so groß. Ne? Da kommt auch irgendwie im Moment nicht wirklich viel. Lachen ist halt im Moment auch nicht so cool. Ja. Die Welt ist gerade ein düsterer Ort und wer da lacht, Ja. Schwierig jetzt zu lachen. Schwierig. Aber naja. Aber das ist. Bringen Sie mir mal die Bill of Rights. Oder wie hat dem einen Typ dann da so ein. Ah, ihr wollt also nicht reden und dann schüttet er so einen Sack Kleingeld vor ihm aus. So. So, das muss erstmal durchheizen. Oder mit dem, wo er in diese kleine, in diesen Vorort geht mit den ganzen Schwarzen da und so, ne, mit diesem Klischee-Vorort. Und dann ihr wollt also nicht sprechen, okay? Und dann nimmt er diese Traubenlimo und schüttet sie so langsam aus und irgendwer aus dem Mittag, das ist voll rassistisch, Mann. Ey, aber Traubenlimo ist geil. Ja, aber das ist so krass. Es ist so krass, der Film ist. Und da konntest du es noch machen, weißt du, auch so ohne großen Shitstorm. Das hinterher hieß, ja, das müssen wir rausschneiden irgendwie, weil das dürfen dann Jugendliche nicht sehen, weil sie sonst sich irgendwie eine weiße Kutte kaufen und auf dem Pferd durch den Wald reiten, so, weißt du? Es ist so bescheuert. Hey, hier drüben ist ja die Kanone. Boah, aber wenn wir auf die Fässer schießen, ich glaube, es geht voll nach hinten los, ne? Wahrscheinlich explodiert sie, die anderen fliegen dann quer durch die Karte. Eigentlich der Raum da unten, dieser komische Sarkophagraum, das ist eigentlich der Raum, der zuerst gemacht werden muss, ne? Ja. Weil da kannst du dann alles rausputzen, dann bist du da fertig. Ach, weißt du was? Ich shoot da einfach mal ein bisschen rein. Harold und Kuma, unten ohne Party ist auch geil. Hier ist ein Loch reingeburnt. Sind überhaupt Einschusslöcher? Ich sehe gar keine. Ich sehe auch gar keine Waffenreste und sowas. Ne, stimmt. Jetzt noch nichts gesehen. Vielleicht öffnet sich noch ein. Okay, da unten ist auf jeden Fall Dynamite. Boah, Alter, da geht's ab da unten drin. Aber so White Castle ist zum Beispiel auch was ich irgendwie nochmal als Lebensziel habe. Diese Slider essen, weißt du, so kleine Burger einfach. Habe ich alles gemacht, als ich in Amerika war. Ist auch ziemlich geil. Also das ist ziemlich geil. White Castle fand ich gut. Hätte ich schon Bock drauf. Einfach weil ich diesen Film gesehen habe. Was auch geil ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt so das Klischee-Essen der schwarzen Leute. Waffeln und Hähnchen ja, mit Sahne. Waffles aber es und schmeckt Chicken, auch ja. Geil. Ja. Es schmeckt wirklich gut. Klar schmeckt es gut.
Achtung. Oh, ich glaube, das geht voll nach hinten los. Okay. Also die Fässer werden unangenehm, wenn wir die entsorgen. Die blauen auch? Ich weiß nicht. Ah, warte mal, die blauen entsorgen wir auch, aber da ist nichts Sprengbares drin. Eieieiei. Uff. Stell dich weiter weg und schieß mit dem Ding rein. Schau, was passiert. Große Verknallung. Weil hier unten die ganzen Flammenwerfer an sind, habe ich übelst den. Macht einem schon ein bisschen Angst, ne? Ich hab... brennen die Fässer? Nee, die sind noch cool. Hier liegt ein Dorn, den ich nicht aufheben kann. Ein Datteldorn. Oh! Okay. Ist die tot? Ja, quick explodiert. Du solltest dich auch weit wegstellen. Stand weit weg, aber es war so eine Quick-Explosion. Also ich stand in dem Moment stand ich nicht weit weg, aber sonst immer ja, aber ich hatte immer so eine Weglaufzeit, aber diesmal halt nicht. Dementsprechend liegt jetzt hier sehr viel von mir, von meiner explosiven Persönlichkeit liegt hier sehr viel in der Gegend rum. Ich bin halt der Knaller. Wow! Alter, wie schnell gehen die denn hoch, die Fässer hier? Das sind irgendwelche Quick-Bloader. Normalerweise kann ich so 2-3 reinpacken, aber hier super schnell. Da liegt mein Fuß. Ich habe einen Fuß gefunden. Was denkst du, wie lange wir für die Karte brauchen? Die ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig heftig. Ja, also maximal denke ich mal 3 Episoden Maximum. Und wieder zu hier. Ich habe einen Alien Dorn. Bam, bam. Bin als Alien geboren. Es hat Bam gemacht. An diesem milden Sommer. Okay, oh nein. Ich hab eine wahnsinnige Kiste. Die Kiste, sie dreht durch. Dann leg sie einfach ab. Du musst sie einfach ablegen. Ich hab sie ja nicht mal. A crazy Kisch. Dieser verrückte Kisch. Dieser verrückte Kisch. Hey, oh, die eine verrückte Kisch dahinter. Steve. Aber wie auch diese völlig skurrile Szene, so irgendwie, dann hauscht der eine in die Fresse oder so und dann sagt er das hier, wie heißt er? Ne, Owen Wilson. Ey, ich kann hier nichts raustragen, geht nicht. Es ist auf dem Weg nach oben die halbe Kiste wieder leer. Ja, ist eine verrückte Kist. Ist eine verrückte Kist, machst du nix. Komm schon. Alright. Ich höre da die Explosion in der Ferne. Ja, muss man halt dann einmal richtig hart wischen, aber sind fast alle weg. Ich schleppe jetzt erstmal einfach die größeren Gegenstände so nach oben erstmal. Tausendmal explodiert, tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal war ich erigiert. Tausendmal masturbiert, tausendmal war ich erigiert. Doch nur einmal ist was passiert. Wieso bist du entstanden, mein Kind? Ich hatte Samagus. Samagus. Der große Samagus Hansen. Samagus Rimus Jopus. Samagus Rimus Jopus. Dr. Okta Samagus. Dr. Okta Samagus. Der Okta Samagus. Er hat nur eine Rille, aber spritzt in 8 Richtungen. In 8 Richtungen. Aus einer Rille. Alter, wie weit bin ich denn geflogen? Die ganze Map bin ich geflogen. Wie sieht es eigentlich da hinten aus? Ist da noch viel Dreck oder so? Liegt da viel rum oder ist es quasi... Ja, geht. Also wir sollten erstmal unten anfangen, alles rausschleppen. Ich verbrenne hier mal den Ghetto-Blaster. Hier ist so eine unspektakuläre Blutpfütze, da kommen wir eh nicht mehr dran vorbei. Die hau ich mal weg. Hier ist ein bisschen Containerblut. Also draußen geht's und hinten kommen wir auch nicht mehr vorbei. Hä? Och nö, auf den Containern oben sind Leichen. Oben? Ja. Oh no.
Woher weißt du das? Wie bist du da hochgekommen? Weil ich da eben geputzt habe und realisiert habe. Ups. Nein. 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 Wieder runter. Alter, ich habe einen Erfolg bekommen. Big Banger, ne? Ja, Big Banger Burnout. Na toll, das ist jetzt wieder, ne? Oh, nö. Sieht jetzt wieder jemand und sagt... Oh, Steve. Siehst du? Was ist, Steve? Was ist... Weißt du, die mal runter, du kannst ja mal wegräumen. Hast du wieder die verrückte Auge? Ich räume doch gerade von unten alles raus. Mach erstmal hier unten die Höhle fertig, weil da kommt nämlich dann definitiv, obwohl da müssen wir auch nochmal rein, notfalls wegen, aber nur wegen Medipacks, okay. Dann geht's. Ja, ich räume jetzt mal hier die oberen Container irgendwie, mach ich mal clean. Da ist Dr. David Child, das Davidskind ist da oben gestorben. Marcel Davis. Uff, der Kopf ist echt weit geflogen. Wollte ich gar nicht. Ich habe Marcel Davis übrigens mal gesehen. Also beziehungsweise sogar getroffen. Werbefigur oder wie? Ja. Und was hast du gefragt? Warum ist dein Internet so kacke? Nichts. Hast du nicht belästigt? Nee. Ich hab nur so gewunken und gerufen. Hallo Marcel Davis. Und dann hat er doof gegrinst, hat zurückgewunken. Und wir hätten mal fast Dings überfahren. Weil der vor uns auf die Straße gesprungen ist, in seiner quietschgelben Jacke hier, der wohnt nämlich da, wo ich mal gewohnt habe, in dem Ort, wie heißt der hier, von dieser Talkshow, Let's Talk, dieser Ricky oder wie der hieß. Ach, der, wo auch immer hier FC Bayern München, Ding macht. Macht der was? War das ein Schwarzer, nicht Ricky? Mhm. Oder? Ja. Ach Gott, ja, ich weiß, wen du meinst. Ricky aus dieser Talkshow von damals. Der ist uns vors Auto gesprungen. Also okay, ich habe die Hebelbühne irgendwie gecrashed, die geht nicht mehr. Ist kaputt gemacht. Ja, wirklich, die geht nicht mehr. Jetzt. Okay. Wenn die verrückte Auge kappt. Ja, ich kann auch manche Sachen nicht aufheben irgendwie. Hier oben ist halt richtig jetzt Smiauda. Ja, ist hier unten nicht anders. Mit dem Hintern nach vorn. Ja, die Analarktis ist schon heftig. Analarktis. Tief in der Analarktis. Er hat seinen Gletscher in meiner Ritze vergraben. Es war ein Gletscherabenteuer, doch ich war unten rum gefroren. Es war heiß und kalt zugleich. Eine heißkalte Liebe in der Analarktis. Ich war damals erst 14 und sie 46. Ich habe letztens so einen Bericht über Udo Lindenberg. Aber es gibt keine Gesetze am Nordpol. Gehört, der singt sehr oft über sie war 14, ich 52. Das ist doch so sagen. Es war gerade so legal. Oh Gott, ey. Ich denke, da sind Sachen vorgefallen, die er bis heute noch nicht ganz verarbeitet hat. Oder ich für die er sich. Gelindenberg von hinten. Gelindenberg? Lieber jung und unschuldig, und ich zeig dir den Lindenberg. Beim Essen mit dir. Ein interessantes Gespräch. Dass er so erfolgreich damit geworden ist, ne? Das kam halt von Herzen. Ja, aber der hat wirklich ganz viele Texte, die so... Es war gerade so legal. Ihre Eltern waren dagegen. Ihr Vater hatte eine einstweilige Verfügung gegen mich unterschrieben. Es war eine schwere Zeit. Ich war alt und geil. Mama hat gesagt, nur mit Gummi darf ich ran. Nach zwei Flaschen Likör hab ich ja richtig schönen Abend. Likör, bah. Er hat doch sogar einen eigenen Likör. Ja, so sieht auch aus. Ja, na, er ist halt einfach so, ich sag mal, so ein, so ein Urgestein, ne, so was irgendwie dazugehört, was so diese ganze nördliche deutsche Hemisphäre so geprägt hat, musikalisch, künstlerisch halt. So, ne, er ist einfach so sein, ich sag mal, so, er kann sich schon halt Künstler nennen, weil so seine ganze
Präsenz ist im Endeffekt ist er so ein Kunstwerk halt, ne? So, er hat halt irgendwie auch so eine Kultur mitgeprägt und so, ne? Das ist halt einfach, oder, ne, so in, oder nach außen getragen, so eine, ne, es ist, er gehört mit dazu, so, ne, er gehört einfach mit zum Daily Business, so, ne, und er wird auch, was generell so die deutsche, norddeutsche Kultur vor allen Dingen angeht, wird er halt auch so nicht vergessen werden, so, ne, das ist halt einfach so, weil er halt, der Udo ist, ich bin halt einfach ein cooler Typ, total relaxed und nicht gefälscht. Ja, es ist so. Irgendwie, es gab halt eine Zeit, wo die Menschen, ne, so, wo sie sagten, okay, authentisch ist das Neue, ist gut. Wir wollen authentisch. Authentisch verdient Geld. Also so, ne, wir unterstützen authentisch. Und dann kam halt so dieses Internet, wo halt 90% nur noch Massenware ist. Ja, und halt, ne, im Endeffekt ein komplett durchgefälschte Leben gefeiert werden. Ne, so, Irgendwie verrückterweise, früher haben auch die Leute immer so nach dem anderen gesucht, ne? So, oh, der ist ganz anders als die anderen. Heute ja. Ist es irgendwie ganz anders so, weil du siehst ja an, zum Beispiel an einem YouTube-Programm, im Endeffekt wird immer derselbe Scheiß gefressen. Oder bei Videospielen. Da ist ja so ein Thema, wo sich immer alle beschweren. Ja. Innovation, ich brauche Innovation, ja, hier ist sie. Ja, ist aber so. Noch nicht so. Habe ich jetzt bei Monkey Island, bei dem neuen, so jetzt, was angekündigt wurde, weil hatte ich irgendwas gesehen, dann standen da drunter so Kommentare und direkt einer hatte aber sehr viele Downvotes, so von wegen, ja, wer braucht denn bitte noch ein Adventure-Game? So, als gäbe es so viele Adventures, die gut sind, weißt du? So, natürlich brauchen wir das, weißt du? Nee, Shooter. Es gibt so wenig gute Shooter. Ja, es ist immer dasselbe. Deswegen mag ich, wen ich zum Beispiel gerne mag, ist, gerade weil er so authentisch ist und weil er immer diesen möchte gern Fitness-YouTubern auch gerne mal so, ich sag mal, verbal eins in die Fresse klatscht, so, weil, ne, so, wie, wenn dann so Leute sagen, ja, du kannst irgendwie Gummibärchen in deinen Makrostoffe-Haushalt mit einfügen oder so. Ich habe mit Fitness nicht viel am Hut, ich bin selber halt auch ein Schwabbel, ne, so, aber ich mag den hier, den Rühl. Ach so. Ne? Ich mag den. Kommt ja hier aus meiner. Ich kenne den auch sogar. Ich mag den, weil der einfach super. Markus. Der Markus. Weil der halt einfach super authentisch ist. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Der lässt auch mal einen fahren und ruft dann, ey, komm mal rüber. Weißt du, so. Und macht sich da kein Hehl draus, so, ne? Und das, ich mag den. So, ich mag den. Ja, gut, für gutes Sponsoring muss halt so ein allglatter Typ sein. Ist halt heutzutage so. Ja, ja. Da muss halt so ein richtiger Pimmellutscher sein, weil die Produkte, die da verkauft werden, werden auch von Pimmellutschern verkauft. Und weil er aber auch so dieses so, Leute, Alter, kauft euch keine scheiß Kompressionshose, wer braucht so einen Kack? Und so, ne? Er sagt, wir haben barfuß trainiert, ich brauche keine blöden Schuhe, um irgendwas zu stemmen, weißt du? So, ne? Wenn ihr aufbauen wollt, dann fresst, ne? So. Und dann sagt er, hier, kauf dir hier die Dose Thunfisch, die billige, Alter. Da hast du preis-leistungsmäßig so viel Eiweiß drin, brauchst dir nicht für 3 Euro so einen scheiß Proteinjoghurt kaufen. Weißt du, so, ob er schmeckt, ist was anderes. Ne? Klar wird er gut schmecken, so, aber er kostet halt auch. Nee, schmeckt nicht. Ja, nee, weil da halt Blaubeeren drin sind. Aber du kannst auch einfach Naturjoghurt holen, da kriegst du die 6-fache Menge, hast die 3-fache Menge an Protein. Pudding schmeckt mir überhaupt und nicht. Und so, ne, und im Endeffekt, ne, so, aber weil er versucht, die Leute zu warnen, so, ne, und sagt, den fress doch die Scheiße nicht, so, ne, kauft es nicht. So, holt euch hier den alten Dosen-Thunfisch dann nicht mit Öl im eigenen Saft und dann ballert euch das rein, ob das schmeckt oder nicht, ihr wollt doch günstig Eiweiß haben, so, ne. Na, als ich jünger war, habe ich das auch alles gemacht. Da habe ich mir hier die großen Portionen billig zusammengekocht und einfach reingeschwaden in den Dreck. Ja. Aber ich sag dir, du wirst auch nie wieder normal leben können, wenn du so eine Diät führst, weil du hast ja Permablähung. Du hast Permablähung. Du musst scheißen die ganze Zeit. Das ist das Üble daran. Du musst immer scheißen. Ja, aber wenn du halt, sag ich mal, das Ziel dieser enormen Muscles hast, dann ist dir das prinzipiell auch egal. Ne, so, da, ob du da jetzt irgendwelche Quinoa-Samen futterst, damit dir halt der Bauch nicht bläht. Der wird gefurzt und dann geht's an die Beinpresse. Diese Flohschalen-Dinger da, die sind schon geil. Und wenn dir einer hinten rausfleucht, ja meine Güte, Alter. Aber du hast halt deine Waden, die du willst. Ne, so. Die Wade ist sowieso super schwer zu trainieren, weil die ja eh immer unter Stress steht, so, ne? Die Wade ist reine Genetik. So, ne, und das ist. Ob du schöne Waden hast, es gibt ja Männer, die sind total die Biester, aber haben total die Storchenbeine. Ja, ja. Kannst eh nichts machen. Deswegen wird die Wade auch am meisten operiert. Aber da kommen dann Silikonkissen rein. Leg Day geskippt haben sie wieder.
Ja, kannst du noch so viel Leg Day machen, wenn die Genetik nicht hast, ja, hast du nicht. Bei der Bade ist wirklich schwierig. Im Club sieht man die Wade ja auch nicht. Ah, doch, schöne Waden, finde ich, sieht geil aus. Ja, dann hier musst du nach Bayern nur. Hier sind die Wadeln noch Tradition. Wenn du da hier Wadeln zeigst, da kommen also sie aber... Also ich finde so dünne, magere Waden, das sieht auch nicht bei Männern gut aus. Nee, hab ich nicht, weil ich eh fett bin. Nee, aber ich hab grundsätzlich... Also ich hab richtige Fußballerwaden. Komischerweise. Auch wenn ich mich kaum bewege, aber meine Waden sind... Und die linke ist ein bisschen dicker, weil mein Herz rechts nicht ganz so stark ist. Ja, ich bin halt ein deformierter Block. Ist halt ein bisschen mit Wasser gefüllt, aber meine Güte. Ab und zu schwitze ich Blut aus der rechten Wade, aber hey. Boah, wir hatten auch so einen Typen auf der Arbeit so, und, oh, ich bin so krank und der fühlte sich so schlecht und hat angefangen zu schwitzen und wurde voll gelb irgendwie. Dann kam voll der gelbe Saft aus seinem Gesicht. Also, jetzt, Junge, Alter, was gibt's denn für Menschen? Geh mal zum Arzt. So. Alles Quacksalber. Der war auch voll krass drauf. Der war so ultra auf Gothic und so, aber hardcore vegan, also ne, so richtig die oberste im sechsten Dan, schwarzer Gürtel. Ich esse nur Sachen mit Hülsen. War ein netter Kerl so. Ja, ich würde, also für Satan opfere ich die Tiere, aber essen geht mir zu weit. Nein, das ist natürlich jetzt auch wieder Klischee, aber ne, so war ein netter Dude, aber ne, oh, wow, da war ja ein Dynamit. Yep. Da drin ist alles platt. Die Uhr also macht Ticke-Tack. Die Uhr macht Ticke-Tack. Und sie war 12. Sie schlug 12 die Uhr und das Mädchen wurde gerade frisch 13. Es war 0 Uhr an ihrem 14. Geburtstag. Ich kam direkt zum Stich. An der Grenze der Legalität. Wir sind nach Australien geflogen, damit sie volljährig war. Oh Gott, ey. Udo Lindenberg reist in eine andere Zeitzone. Auf RTL 2 die neue Sendung. Udo reist. Oh Mann, will ich gucken. Staffel 2 haben wir umbenannt in Udo flieht vor dem Gesetz. Jetzt bin ich most wanted beim FBI. Aber ihr kriegt mich nicht, denn ich bin schon in Beirut. Was? Keine Auslieferung in der Türkei. Oh Mann. Wir kommen so in die Hölle. Ich pass auch nicht mehr auf. Ich glaube, der hat einmal damit angefangen, kam nicht wieder raus. Ja. Aus der Rolle. Aber verloren, der Mann. Ich auch. Ich nachher was meine, ist das für ein Schwengel? Ich nachher meine Tochter aus dem Kiga abhole, so, danke fürs Aufpassen. Macht's gut, ne, seid richtig dufte Typen. Habt ihr gut gemacht, danke. Ja, der hatte wahrscheinlich auch, die Stimme kam irgendwie, weiß ich nicht, die Nasenscheidewand wahrscheinlich schon eingestürzt irgendwie. Gebrochen von irgendeinem Vater. Ja, oder halt von den Drogen, ne. Ich glaube, der Udo, der hat auch mal reingelangt, so in den Hochzeiten. Er hat auch mal Nasenschnee und sowas alles gehabt. Ich denke mal, also so zu der Zeit. Bisschen Erspen geschnüffelt. Reeperbahnmäßig unterwegs, viel Geld auf der Tasche. Ne, so, das gehört damit zum guten Ton irgendwie zu der Zeit, vor allen Dingen dann 80er und 90er so. Heutzutage ist ja eher so, weiß ich nicht, oh, ich hab einen Block Tofu dabei. Boah, laber endgut, komm, wir gehen um die Ecke, nicht, dass das einer sieht. Hast du irgendwie über so ein Funkgerät von so einem Polizisten, ich hab ja ein paar Veganer, oh nein, sie sind da. Aber irgendwann wird es dann umgekehrt so sein. Hast du draußen so einen Aschenbecher für die Raucher und daneben ist dann irgendwie so eine Schale, weißt du, wo die hier die Wurstreste von der Bratwurst, darfst du dann eine Bratwurst draußen zusammen irgendwie an der Wurstschale essen. Wie viel bringt eigentlich so ein USB-Stick? Weiß ich nicht, 1% höchstens oder so, denke ich mal, ne? Oder ein interessantes Gespräch. Ein Vorgesetzter. Hier kann man auch wieder irgendwas Einzigartiges finden, denn das ist ja auch wieder so eine Mitnehmkiste. Oh, ich hab's doch ganz normal hingestellt.
Keine Ahnung, so Alien-Schmiedel vielleicht oder so. Alien-Wawa-Willi. Naja, und ist auch noch ein Raum, wo wir noch nicht drin waren, ne? Ich war immer kurz reingelunzt, aber ich habe jetzt nicht explizit geschaut, ob da was, Ich habe jetzt, ich hab jetzt da hinten manchmal noch Blut weg, dann sind wir nämlich in diesem Startgebiet eigentlich quasi durch. Ja, und ich weiß halt nicht, ob oben auf den Lümmeln noch was drauf ist. Kann halt sein, dass da irgendwie noch alten Lümmelkisten Lachs versteckt ist. Schwelllachs. Opa dran gestorben, mach bitte keine Sprüche drüber. Mach bitte keine Sprüche, ey. Opa hat richtigen Schwello. Opa hat einen richtigen Schwello da unten hängen. Ich hatte einen La Schwello, hier ist für die Lippen. Im Winter. Im Winter. Für die Knabenlippen. Ich mag meinen La Schwello. La Schwello. Wenn ich mir damit die Lippen einreibe, kribbelt's immer in meinem Bauch. Hat so schön gekribbelt in meine Arschloch. In meine Schlauchnabel. Ich hab Schlauchnabel. Welche Neuigkeiten für Sie? Was ist denn, Doktor? Sie leiden unter akuten Schlauchnabel. Eben wird nie wieder das Gleiche sein. Einen fiesen Schlauchmund. Alter, bei Dings, ich gucke öfters mal so Videos hier von diesem, der Typ, der das amerikanische Familienduell da macht, hier, Stevie Harvey. Okay, ja. Oder Steve Harvey, der, ne, hier, der immer so geile Gesichter macht und so. Und, der hat dann auch jetzt, mittlerweile hat er so Late-Night-Formate oder sowas, so wie Oprah-mäßig und so. Und irgendwie, keine Ahnung. Spielt der nicht auch immer Kids und sowas? Ja, ja. Und der hat auch so einen geilen Schnauzer und so einen perfekten. Und dann hat so eine Frau da irgendwie so, gibt's dann so Beauty Hour mäßig und sie stellt ihm so eine Creme vor und schmiert ihm das so auf die Hand und so. Und er redet irgendwie, macht so lustigen Witz, alle lachen und sie sagt dann so, die Creme ist aus menschlicher Vorhaut gemacht. Er sagt, was? Wieso schmierst du mir irgendwie die Überreste von menschlichen Genitalien in die Hand? Weißt du so? Ist schon klar, dass es heute deine letzte Sendung ist. Aber der ist auch mega cool drauf. Der ist auch mega rich. Ja. Aber trotzdem fährt er seine coole Schiene ja weiter. Er sagt nicht so, ich bin jetzt rich und mach jetzt nichts mehr oder so. Ja, Oprah ist ja auch rich und macht weiter. Ja, er ist quasi so die männliche Oprah-Version. Mit Mustache. Mit Mustache, ja. Ja. Oprah hat auch einen, aber... Ja, die wird aber immer schön davor weggewachst. Brazilian. So, Kinder. So, die Folge ist aber auch wieder rum, ne? Ja, würde ich auch sagen. Aber hier unten ist jetzt... Fertig, also jetzt dann nur noch durchwischen. Nur noch Vision. Kannst ja schon mal hol mal einen Sunny-Pack und mach das schon mal da oben rein. Haben wir das auch schon erledigt. Falls jetzt noch mal irgendwie Müll rausfällt oder so, nee. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir müssten eigentlich voll viele Sunny-Packs holen, weil du kriegst sie nur hier. Alter, ich hab hier einen Arsch. Ohne Kack, ich hab hier einen Arsch in der Hand. Wirklich, es waren einfach zwei Backen. Es waren einfach zwei Po-Backen, die ich in die Flammen gedrückt habe. Wenn es wieder ein YouTube-Mitarbeiter sieht. So, wir haben viel geleistet, viel gemacht, viel getan, viele Brocken entfernt. Die Analarktis ist ein etwas sterilerer Ort wieder, dank Kreis Industries. Ich glaube, aber die haben wir dann in der nächsten Episode, können wir die schon fast fertig haben. Ah, mal gucken. Ja, da unten ist auch noch ein Raum. Wenn ich jetzt unten wische und du noch den anderen Raum ausräumst in der Zeit, so, ne, dann, weil der ist jetzt auch nicht so groß, der Raum. Oder ich gehe hier einfach mit der Lasergun durch beim nächsten Mal und dann... Boah, das ist aber auch schon so ein richtig cooler Raum, ne? Ui, da hängt einer an der Decke. Ja. Wie schön. Ui! Ja, das Jetpack hat nicht funktioniert, so wie es soll. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschö! Schnippi!